Hallo und herzlich willkommen, ich bin krank. Und Gustav, scheiße Mann, ey, ich werde einfach nicht gesund. Ich habe mir 2 komplette Tage Zeit genommen. Wir sind wieder zurück mit Road to Damascus und heute habe ich ein bisschen verkackt. Ich habe nämlich hier die Scar und ich habe die aus Versehen fast auf Gold gespielt. Es ging alles zu schnell, weißt du, bipapo, hatte ich plötzlich alle Tarnungen. Und ich habe ein bisschen Glück gehabt, dass ich wenigstens 2 Kopfschüsse noch übrig gelassen habe. Also lass uns reingehen, die 2 Kopfschüsse machen und dann können wir zusammen sie in Gold beobachten. GL Sponsored ist übrigens das Video von Nvidia. Die sind nämlich unterwegs mit der Kampagne Frames Win Games. Auf Deutsch also Bilder pro Sekunde gewinnen Spiele. Die Kampagne soll darauf aufmerksam machen, was die in ihren Studien rausgefunden haben, dass Leute mit mehr Frames mehr Spiele gewinnen. Und das ist etwas, was ich auf jeden Fall sehr, sehr stark fühle und unterstützen kann. Ich bin ja jemand, der schon lange am PC spielt. Und seitdem ich mir damals einen 144 Hertz Monitor geholt habe, das war halt einfach der Unterschied. Wenn du die 144 Hertz mit FPS füllst, Junge, du hast einfach so ein viel besseres Spielgefühl, Mausgefühl. Und außerdem kannst du auch mehr im Spiel sehen. Wenn du dich also zum Beispiel schneller drehst, da finde ich, das ist der größte Unterschied immer, dann siehst du mehr Bilder in dieser Drehung und kannst dann zum Beispiel jemanden sehen, der auf halber Drehung doch noch zu sehen wäre. Also vielen, vielen Dank an die Unterstützung. Wenn ihr weitere Informationen wollt, erster Link in der Beschreibung. Ein Kopfschuss. Jawohl. Jawohl. Und somit haben wir... Warum sieht diese grün aus? Jetzt mal im Ernst, was ist das denn, Junge? Boah, das sieht nicht gut aus, ne? Das sieht nicht gut aus. Und wie immer werde ich euch jetzt meine absolute Lieblingsklasse mit der Waffe vorstellen. Ich habe zwischendurch, ich habe die Scar angefangen und dann die AK gemacht. Und dann habe ich die Scar angefangen zu mögen, weil die AK so schrecklich für mich war. Oh, ja, mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt und das ist meine Lieblingsklasse. Ich habe einen etwas längeren Lauf drauf, nicht den ganz langen Lauf, damit es stabiler bleibt, weil die Waffe kann sehr schnell sehr instabil werden, wenn man es drauf anlegt. Dann haben wir den Klappschaft drauf, damit wir halt schneller ins Aim kommen und aber auch ein bisschen Bewegungstempo dazu kriegen. Ich meine, whatever, nehme ich jetzt hin? Nee, ist nett, ist cool, aber es geht mir um ZV hier in dem Punkt. Weiterhin Stabilisierung von Rückstoß und Zielstabilität. Wie gesagt, die Waffe kann sehr unruhig werden. Ich persönlich bevorzuge das 30-Schuss-Magazin. Es gibt einfach zu viele Situationen, wo 20 Schuss zu wenig sind. Oh ja, das gewusste Griffband, da müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden, ne? Also die Waffe gefällt mir in Gold ja gar nicht. Jo, ich habe mich vollkommen verschätzt. Ich habe eben eine Runde gespielt, wo noch 3 Sachen offen waren. Aber irgendwie sowas wie 24 Headshots, 19 Weitschüsse und irgendwas um die 20 geduckt. Und ich habe halt alles in einer Runde geschafft. Wow. Ich kann nicht sagen, wie angepisst ich gerade bin, ey. Dieses Kranksein nervt mich gerade so sehr. Es geht halt auch einfach nicht vorbei, Mann. Ja, ich habe halt mich nicht richtig ausgerührt lange Zeit. Und ich bin irgendwie drauf angelehnt, habe viel gestreamt währenddessen und so. Aber dann habe ich einfach gesagt, okay, du kurierst dich jetzt aus. Habe 2 Tage nichts gemacht und es hat einfach nichts gebracht, lol. Cool. Komm, wir gehen ab. Na, so auf die Entfernung geht. Ich habe gerade Dauerfeuer drauf gegeben, ne? Oh. Oh, der war nice, Mann. Die haben zu zweit auf mich gezielt, ne? Oh, wir brauchen eine andere Position auf jeden Fall. Da vorne läuft jemand. Jawohl. Ich weiß nicht, wie ich gerade auf Kamera klicke, ne? Oder halt aufgenommen. Aber ich komme mir total schrecklich vor. Oh Gott, er schreckt mich doch. Ja, ich habe gerade richtige Panik bekommen. Ja, das scheint ein Gegner zu sein. LOL, danke, dass du mit Rakete geschossen hast, Mann. Dann habe ich den gesehen erst. Oh mein Gott, let's go. Ich habe keine Munition mehr. Scheinbar schaffen wir die Streaks, ne? Ja, haben wir. Nein, von hinten. Digga, wir waren auf so einer nicen Streak, ne? Wenn ich da nicht die Munitionsnot hätte, dann hätte ich viel, viel schneller reagieren können. Aber ist natürlich voll okay. Wir nehmen Bravo ein. Mal sehen, wie lange ich überlebe. Hä? Was ist denn das für ein Bug gerade eigentlich gewesen? LOL. Da war einfach ein zweites größeres Flugzeug unter dem eigentlichen. Lol. Mann, ich halte das nicht aus, Mann. Lass rausgehen, Mann. Wir haben eine gute Streak gehabt, aber während der Streak waren wir ja auch die ganze Zeit nur zurückgedrängt und spawntrapped und sonst was. Also spawntrapped kann man bei uns nicht sagen, weil wir nicht gestorben sind, aber meine Kollegen waren alle spawntrapped und wir kamen nicht raus aus der ganzen Gegend.
Das war schon hart, Mann. Okay, dann spielen wir einfach noch eine Runde Shoothouse. Da ist die Waffe nicht ganz so gut. Offensichtlich ist sie immer noch sehr MP-dominiert, aber es macht auch trotzdem Spaß mit ihr. Haben wir auch Gegner? Mein Team ist jetzt auch schon auf der Seite. Oh. Okay, jetzt ist er tot hier. Wie habe ich das überlebt? Muss man ja jetzt mal schon hinterfragen, ne? Lol. Da müsste noch einer sein. Ich würde gerne hier weg. Vielen Dank. Ich komme hier nicht mehr weg, ne? Ne, ich komme hier nicht mehr weg. Digga. Ich will hier nur weg, ne? Oh mein Gott. Oh. Oh mein Gott. Ich will nur weg hier. Nein. Er hat's überlebt. Ich habe nur noch 12 Schuss. Nein! Hey, was war, ich weiß, dass er von oben war. Natürlich kam der von oben. Ey, das war halt so schlimm. Ich war in dem Spawn und es hat halt nicht geflippt, ne? Ah, Mann, ey. Das war ein krasser, geiler Anfang eigentlich für die Runde. What? Ich hab nicht gesehen, wer da geschossen hat, by the way. Ja, da war einer. Immerhin. Wir müssen ja jetzt erstmal wieder unser Streak aufbauen, ne? Nice! Verlieren Bravo nicht, mein Freund. Huh, ich muss mich schon sehr bemühen hier, ne? Das ist schon eine kleine Schwitzerei hier. Ah, der ist da schon oben. Lol. Oh, wir haben B verloren dadurch. Bisschen dämlich gelaufen, ne? Ich muss jetzt schlau spielen, deswegen gehen wir mal so rum. Ja, schlau spielen, das muss man jetzt. Wo ist der? Ist der durchgelaufen? Oh, das war so schlecht von mir. Oh mein Gott. Ich hab, keine Ahnung, ich habe Panik bekommen oder so. Schlichtweg Panik bekommen. Nichts anderes. Aber ja, ihr seht, die Waffe kann abgehen, ne? Oh mein Gott. Das war ein bisschen knapp. Nice. Okay. Könnte sein, dass meine Teamkollegen einfach nicht so auf Gewinnen gehen, ne? Das könnte eines der Probleme sein hier gerade. Okay. Nice. Da kommen noch mehr. Zum Beispiel der da. Ah, der wurde jetzt leider... Da wurde ein Teamkollege von mir vernichtet. Aber guck mal, kommt klar. Wir kommen bisher klar. Was haben wir? Okay, wir müssen nachladen. Oh, wir haben genau 30. Schuss gehabt. Hallo? Oh nein, schon wieder der Bug. Okay, ich brauche eine Zweitwaffe. Ach. Kann es sein, dass wir ein bisschen viel Pech haben? Oh, wusste er, dass ich da bin? Kam mir schon so vor, ne? Kam mir schon so ein bisschen so vor. Ey, wir haben gerade echt... Es waren jetzt zweimal hintereinander, wo wir auf Streak waren und mehr oder weniger wegen Munition gestorben sind. Lol. Womit hat er mich erschossen? Mit der EBR, zeig mal. Der ist mir ins Feuer gelaufen. Oh mein Gott. Das kann nicht sein. Digga. Immer dann, wenn ich nachlade, ne? Ich kann hier nicht alleine was einnehmen. Nochmal ein VTOL. Nice. Ist das krank hier gerade? Hätte ich ihn machen dürfen, sagst du? Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade... Okay, ich hatte nie eine Chance, seien wir ehrlich. Ich glaube, ich wurde tatsächlich noch von hinten angeschossen. Okay. Nehme ich mir gerne, mein Freund. Ja, nehme ich mir gerne, mein Freund. Ah, oh, wir schaffen das Kampfflugzeug anscheinend nicht, ne? Oh. Shotgun? Ja, Shotgun. Schade, Mann. Ich weiß, dass natürlich da jemand drüber kommen kann, aber du kannst ja nicht jeden Winkel die ganze Zeit absichern, ne? Das ist der Punkt. Das ist immer die Gefahr.
Oh, das war nochmal der mit Shotgun. Der Königstöter. Typ mit der Shotgun. Aber manchmal muss man einfach die ungewöhnlichen Winkel haben. Und dann kommen Leute darauf nicht klar. Oh Gott, die Granate. Bisschen Glück gehabt gerade. Vielleicht bin ich gerade in die Schüsse von denen reingerannt. Oh, noch einer. Digga, da waren drei Leute, ne? Ich dachte, ich bin voll sneaky, meeky, peeky. Aber da waren leider noch mehr Leute. Oh, ich bin da. Ich kann mich nicht unzufriedenstellen. Die Runde war ziemlich gut für mich. Leider haben wir trotzdem das Team verloren. Aber ganz ehrlich, ich sag's euch ja. Ich persönlich bin ziemlich ein Fan von der Waffe. Ich finde die Scar ist eine gute Waffe. Und so wie ich sie gerade ausgerüstet habe, macht sie mir persönlich sehr viel Spaß. Das ist eine Waffe, die extrem viel Schaden austeilen kann. Die relativ präzise ist. Vielleicht nicht 43 zu 15, damit kann ich sehr gut leben. Vor allen Dingen wesentlich mehr als alle anderen. Also Waffe, die einfach ein guter Allrounder ist. Und das macht mir immer Spaß, wenn ich einen guten Allrounder habe. Ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, das ist nicht meine richtige Visitenkarte. Danke, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Ah!